Hi, ich bin Adel und ich lebe und reise in meinem Camper mit meinen zwei Hunden Gordy und Buddy. Einer liegt hier, unangeschnallt, ungesichert und ich bin gerade auf dem Weg von Serbien nach Ungarn. Das ist der Stau, LKW-Stau. Der geht schon ein paar Kilometer. Die haben LKW-Fahrer. Ja, jetzt kommen wir wieder in die EU. Da wird dann wieder etwas strenger kontrolliert. Ja. Bin mal gespannt, ob ich durchkomme. Also, ich habe jetzt nicht die Pässe von meinen Hunden aktualisieren lassen. Und normalerweise muss man die Tollwutimpfung immer wieder auffrischen. Also, lieber Gott, bitte führe mich und segne meinen Weg. Ich weiß, dass ich durchkomme. Bisher hat es auch durch Nordmazedonien und Serbien geklappt. Ja, also ich leg dich erstmal weg, dann berichte ich gleich. Also wir sind hier vorne an der Grenze. Erst hatte ich gedacht, oh super, war eine kleinere Schlange. Aber das war erstmal die Ausreise aus Albanien, ach Quatsch, Serbien. Ja, da bin ich durchgekommen. Allerdings wollte ich dann an die Seite fahren. Dann ist er aus seiner Hütte raus und wollte in den Wagen reinschauen. Und dann dachte ich, oh nee, oh Gott, mit den Hunden, ne? Und dann mache ich die Tür auf, der Gordy will schon raus springen. Ich wieder hoch aufs Bett. Okay. Er meinte auch keine Immigranten. Nee. Ich bin allein, ja? Keine Immigranten, 100%. Ich sehe, ich bin allein. Okay, weiter. Also die Hunde haben den schon mal nicht interessiert, aber das war jetzt die Ausreise. Ja, die wollen alle Immigranten im eigenen Land halten. Scheinbar. Die Hunde sind Immigranten. Okay, also jetzt wird spannend. Jetzt geht es in die EU. Deshalb ist hier so eine Riesenschlange. Das wird bestimmt noch eine halbe Stunde locker dauern. Ja, ich bin leider am Nachmittag jetzt hier. Hätte ich das gewusst, wäre ich früh hier hingefahren. Hab mir jetzt Zeit gelassen. Naja, egal. Ich habe die Zeit jetzt überbrückt oder überbrücke sie mit dem Handy. Internet habe ich ja noch. Und kann dann Kommentare beantworten und so weiter. Ja, ich nutze die Zeit auf jeden Fall. Also, wie soll ich anfangen? Ich war schon quasi in Ungarn und was da jetzt war, war der Zoll. Die kontrollieren jeden Wagen und gucken in jeden Wagen rein. Kofferraum müssen die Leute aufmachen, alles wird gecheckt. Und dann dachte ich, oh nee, fuck, dann sehen die ja meine Hunde nochmal. Okay. Dann nochmal Pass gegeben. Hundepass habe ich aber trotzdem nicht abgegeben. Dann hat sie aber explizit gefragt, Hunde, irgendwas zu verzollen, Hunde, bla bla. Sag ich, ja, ich habe zwei Hunde. Pass, hab ihr gegeben. Sie schaut sich die Pässe an. Okay. Hat sie mir wieder zurückgegeben. Der war es egal, ja, ob gültig oder nicht. Hauptsache Pass. Huhuhu. Okay, dachte ich, cool. Ja, wollte hier hinten reinschauen, ne? Dass ich die Tür aufmachen und so. Hab alles aufgemacht. Ein Blick, meinte irgendwie Alkohol, Zigaretten. Ne? Nochmal nachgefragt. Alkohol, Zigaretten? Nein. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Okay. Ja, weiter. Ja, und dann, ein paar Meter weiter, gibt es hier so Vignettenstübchen.
Ich habe direkt die für Österreich gleich mitgekauft. Also für Ungarn braucht man eine Vignette und für Österreich. Die habe ich mir jetzt auch schon gekauft für 2023. Zack. Einfach draufkleben. Und die für Ungarn ist einfach eine elektronische Vignette nach dem Kennzeichen. Und wie viel hat das jetzt gekostet? 5.500 Huf. Ich kenne die Umrechnung nicht. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr gerechnet, seitdem ich in Nordmazedonien war. Ich habe alles mit meiner Karte bezahlt und das wird von der Bank dann automatisch umgerechnet zum tagesaktuellen Kurs. Das kann ich einfach nur empfehlen. Niemals an Wechselstübchen wechseln, weil die Wechselkurse sind da einfach zu teuer. Die Bank gibt dir immer den tagesaktuellen Kurs. Ja. Was noch? Ich bin drin. Ich bin in der EU. Ab jetzt sollte es kein Problem mehr sein für meine Hunde. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ne? Das zeigt mir es immer wieder. Aber das war jetzt wirklich heikel. Also der Erste, der schon mich kontrolliert hat, der hätte eigentlich auch die Hunde kontrollieren müssen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der hat gar nicht nach dem Pass der Hunde gefragt. Der hat ja die Hunde auch gesehen. Okay. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich, jetzt werde ich das immer so machen. Ich habe allerdings jetzt hier eine halbe Stunde oder länger im Stau gestanden, ne? Also an der Schlange. Hätte ich jetzt wegen den Hunden zurückfahren müssen, wäre natürlich ärgerlich gewesen. Ne? Aber es war jetzt einfach mal ein Versuch wert, um einfach diese Erfahrung zu machen. Nur wenn man es erfährt, kann man es beurteilen. Also, alles halb so wild, just do it und probieren. Und wenn es ein Problem gibt, dann gibt es auch immer eine Lösung. Gut, ich habe jetzt vor, noch 2,5 Stunden zu fahren über die Autobahn bis nach nördlich von Budapest, bis zur Donau, nördlich von Budapest, soll es sehr schön sein. Da gibt es die Donauschleife und landschaftlich richtig schön. Und eine Burg, Ruine, da möchte ich gerne mal hin. Ja. Und da möchte ich noch mal zum Thema von gestern, auf das gestrige Video eingehen. Das mache ich aber gleich. Ja, also kurze Planänderung. Ich habe hier keine SIM-Karte an der nächsten Tankstelle an der Autobahn bekommen. Das ist hier nicht so einfach möglich. Man muss zu einem Mobile-Shop. Zum Glück hatte ich noch Internet an der Grenze von Serbien mit der serbischen SIM-Karte. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu einem Mobile-Shop und konnte einen in Google Maps finden. Viertelstunde Umweg quasi in einen Ort. Aber den Umweg nutze ich, um dann noch etwas einzukaufen und meinen Wagen voll zu tanken. Ich habe in Serbien einen sehr netten Mann kennengelernt, mit dem ich mich super verstanden habe und auch ausgetauscht habe. Wir sind jetzt Facebook-Freunde. Also ich habe immer so besondere Begegnungen, die schicksalhaft sind teilweise. Und dann halte ich den Kontakt meistens auch mit den Leuten. Man weiß nie. Jedenfalls hat er mir gesagt, dass Ungarn günstiger ist vom Tanken und vom Einkaufen sogar. Okay. Deshalb fahre ich jetzt einfach hier an. Ich rechne jetzt nichts aus. Ich vertraue darauf. Und dann werde ich dann doch noch hier ein bisschen verweilen, den Tag mit den Hunden spazieren und dann mich noch ein bisschen ausruhen und dann fahren wir weiter heute Abend. Also wird es heute
weiß ich nicht. Nichts mehr mit dem Thema, denke ich. Das werde ich morgen dann machen. Ja, hier sieht es eigentlich genauso aus wie bei uns irgendwo in Deutschland oder Österreich oder sonst wo im westlichen Gefilden. Okay, also ich berichte gleich mal über die SIM-Karte, wie das so funktioniert. Normalerweise braucht man keine SIM-Karte, weil Ungarn gehört zur EU und man kann dann mit einer deutschen SIM-Karte auch hier ganz normal telefonieren und ins Internet gehen. Allerdings habe ich für meine deutsche SIM-Karte kein Internet mehr. Da sind schon die 20 GB Datenvolumen aufgebraucht. Ja, und der Monat ist noch nicht rum. Das heißt, ich muss noch 3 Tage warten und ich brauche aber das Internet. Ich könnte das über meine deutsche SIM-Karte könnte ich etwas aufbuchen. Aber weil ich sowieso nach Ungarn komme, werde ich mir eine SIM-Karte hier kaufen. Ich brauche eh immer mehr als 20 GB Datenvolumen für meine Videos, um die in YouTube hochzuladen. Und deshalb ist das eigentlich praktisch. Und wenn ich hier zum Zahnarzt nochmal komme, wahrscheinlich, dann kann ich auch darüber telefonieren ins ungarische Netz. Gut, ich bin mir da nämlich nicht sicher, ob man das dann auch kostenlos kann über die deutsche SIM-Karte. Ja, ich denke mal, deshalb kann man hier keine SIM-Karte mehr kaufen, weil es zur EU gehört. Keine Ahnung. Naja, ich bin in 5 Minuten am Mobile Shop. Also das war wohl nichts mit der SIM-Karte. Man kommt hier in so einen Shop, da sind ganz viele andere Geschäfte. Ich habe bei Deichmann ein paar Schuhe gekauft. Meine abgeranzten Schuhe kann ich jetzt wegwerfen. Die waren eh billig. Ich habe hier so bei Fressnapf so Sachen für Hunde gekauft. Haben die schon gehabt, ne? Ihr könntet immer mehr essen, ne? Ja. Ja. Der Buddy ist auch so brav und der Gordi. Ja. So, die Hunde haben aber jetzt lang genug gewartet. Tja, mit der SIM-Karte, da werde ich jetzt die deutsche verlängern. Das ist blöderweise kostet das 15 Euro für 10 GB. Aber am Ende des Monats ist das ein bisschen schwachsinnig, weil dann hat man die 15 Euro bezahlt und das gilt dann nur bis zum Ende des Monats. Deshalb wollte ich diese... Naja, ist auch egal. Wir werden jetzt gucken, dass wir irgendwo spazieren gehen. Oh Mann. Hier. Hat der Gordi gar nicht gefressen. Guck mal hier, Gordi. Merkst du das nicht? Ah, jetzt nimmt das doch. Und der Buddy? Der Buddy? Wo ist denn Buddy deins? Aha. War wohl doch nicht so doll, ne? Da habe ich 9 Stück davon gekauft. Also damals ist der Gordi voll darauf abgegangen. So anstrengend. Da haben sie was dran zu knabbern. Ja. Also das sind meine 9 Schuhe. Schöne leichte Schüchen. Kann ich meine abgeranzten Schuhe hier wegwerfen und dann habe ich hier noch so tolle Sandalen gekauft, ja. Und da habe ich auch noch so Jesus-Latschen, die auch ziemlich abgerannt sind, die kommen jetzt auch weg. Gut, ich bin ja jetzt wieder in der Zivilisation, also wenn ich jetzt hier am Strand die ganze Zeit hängen würde, da auf der Insel, da interessiert das keinen, wie ich aussehe, aber hier muss ich schon ein bisschen ordentlicher aussehen. Ja, ich bin nicht so weit gekommen. Ehrlich gesagt habe ich sehr viel Zeit verschwendet, indem ich einen Telekom- oder einen Mobilfunkshop gesucht habe. Lange gesucht.
Und im Endeffekt war es sogar ziemlich teuer, 20 Euro für eine SIM-Karte, wo ich jetzt 6 Gigabyte mit habe. Also ehrlich gesagt, mir ist gerade eingefallen, ich habe ja diese griechische SIM-Karte und die müsste eigentlich auch noch gehen hier in der EU, da ich jetzt wieder in der EU bin. Ich habe es nicht ausprobiert, weil die hatte richtig gute Konditionen. Hätte ich mir die 20 Euro gespart. Egal, also ich werde jetzt Feierabend machen, wird dieses Video hochladen. Und dann werde ich weiterfahren, weil ich bin nicht wirklich weit gefahren heute. Ich bin einfach nur über die Grenze gefahren. Eine Stunde vielleicht heute weitergekommen. Aber ich möchte jeden Tag mindestens 3, 4 Stunden fahren. Ja, nicht so schlimm. Ich werde dann gleich noch was fahren. Ich bin fit. Das Video war jetzt einfach mal, um zu zeigen, wieso, womit ich mich sonst so befasse, wenn ich reise, über verschiedene Länder, Grenzen. Also das war das Spannendste heute, dass ich die Hunde mit rübergebracht habe, ohne dass ich die noch mal impfen musste. Und das war der Erfolg des Tages. An der Grenze, das hat auch sehr viel Zeit genommen. Ein, 2 Stunden war ich da locker, also mit allem drum und dran. Eine Stunde kann man sagen. Und dann aber suchen, wohin ich noch fahre, wo ich eine SIM-Karte kriege, weil man die kriegt man nicht im Shop, in Tankstelle wie normalerweise. So, ich bin ein bisschen K.O. Und habe mich jetzt auch davon etwas stressen lassen, weil die Hunde die ganze Zeit auf mich warten müssen. Das ist das Problem. Ich war vorhin auch noch mal eine Runde mit denen gehen, am Rand von der Straße, weil ich nirgendwo einen vernünftigen Park finde, wo man mit den Hunden rumlaufen kann. Also, ich habe jetzt auch keine Lust, 10 Kilometer weiterzufahren, um irgendwo spazieren zu gehen. Ich möchte ja weiter in den Norden. Gut, ich mache jetzt Feierabend für das Video. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Und morgen gibt es auch wieder was Schönes in der Natur, auf jeden Fall an der Donau, Donauschleife mit Burgruine wahrscheinlich. Also, ciao, alles Liebe, Gottes Segen, Licht und Liebe. Er wünscht dir Adel, der etwas gestresste heute. Also, nein, mir geht's gut. Ciao.